In dem Projekt geht es darum, dass jeder Nutzer quasi in die Rolle eines, ich sag mal, Orgelbauers schlüpfen kann und Architekt wird in dem Moment, in dem er die Bauumgebung betritt. Das heißt, er bekommt bestimmte Werkzeuge in die Hand gedrückt, mit denen er selbstständig eine Orgel in einem virtuellen Raum bauen kann. Ja, hier war es erstmal wichtig zu analysieren, was ist wirklich wichtig und wie weit reduzieren wir das auch, sodass ein nicht orgelaffiner Anwender trotzdem seine Orgel in dieser virtuellen Realität entwerfen kann. Und so haben wir das zusammen, würde ich sagen, modularisiert, was man braucht, um dann daraus blockhaft optisch zumindest erstmal eine Orgel zu haben. Also technisch dahinter, das ist in dem Fall jetzt egal. Und es geht ja darum, dass man wirklich in dem Raum die verschiedenen Elemente, das heißt den Spieltisch, die Konsole, an dem der Spieler sitzt, dass man die platzieren kann, dass man aber dann auch die Orgelpfeifen, die sich in Gruppen zu Werken zusammenfassen, über den Raum verteilen kann in unterschiedlichen geometrischen Formen. Eine große Herausforderung bei der Entwicklung der App ist auf jeden Fall, dass man auch versuchen muss, sich in die Rolle eines Orgelbauers zu versetzen, weil der eben den Bau einer Orgel auch aus einer anderen Perspektive vielleicht betrachten würde und mehr in Grundformen denken würde als vielleicht ein Entwickler, der sich dann doch eher an die expliziten Modelle erstmal setzen würde, die sofort sichtbar sind bei einer Orgel, wie zum Beispiel die Pfeifen oder der Orgeltisch. In der Regel ist es so, dass man anfängt damit, dass man sich ungefähr vorstellt, wie viele Register gehen hier in den Raum, also was braucht der Raum für ein Klangvolumen. Und dann kann ich anfangen, an die äußeren Bestandteile zu gehen, um zu schauen, wie verziert mache ich das Ganze, passe ich das dem Raum an, soll die Orgel mehr in den Hintergrund drängen, soll sie ganz vordergründig in den Raum bringen. Und dafür wären also diese Möglichkeiten schon ideal. Diese Einzigartigkeit von Orgel in einem Raum, das gibt es bei keinem anderen Musikinstrument. Aber eine Orgel ist stationär wirklich an einem bestimmten Ort entworfen. Und das macht es so besonders. Und das macht es auch so spannend für die virtuelle Realität, dass man sozusagen diesen Raum vermeintlich transformieren kann, transportieren und auch miterleben, was sonst ja nicht möglich ist. Und die virtuelle Realität bietet uns einfach eine tolle Möglichkeit, das mal auszuprobieren. Und es ist ja für uns sehr wichtig in der Hochschule für Musik und Theater, dass wir unsere musikalischen Aspekte auch in die Gesellschaft hineinbringen. Und Musikvermittlung ist da das Stichwort. Musikvermittlung und Orgelvermittlung, auch so ein Weg, Orgel als etwas ganz Frisches, Junges, Lebendiges zu nehmen, das war die Idee.